diese auch fest. Die auch. Dann machen wir hier mal einen langen Arm. Ja, auch. Alles perfekt. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Rein in die gute Stube. Die Randale leuchten können wir ausmachen. Ja, wir machen uns jetzt weiter auf den Weg nach Farmington. Ich hoffe mal, dass wir heute ohne größere Vorfälle dorthin kommen. Und dass es nicht ein Tag aus der Hölle 2 wird. Gestern war aber auch wirklich absolut der Wurm drinne. Darum hoffe ich, dass wir heute wirklich das Ganze entspannter angehen können. Stay left and then turn left. Turn left. Ich habe mitbekommen, dass ein neuer Indier, ein neuer Deutscher in den USA auch gerade in Farmington ist. Da werde ich natürlich mal gucken, ob man sich eventuell treffen kann oder ob ich ihn zufällig treffe. Ich habe jetzt leider keinerlei Kontaktdaten zu ihm. Ich weiß halt, wie sein Truck aussieht. Vielleicht habe ich ja Glück und er läuft mir irgendwo über den Weg. Oder ich sehe den Truck irgendwo. Go straight. Wäre auf jeden Fall schön, wenn das klappen würde. Das heute auf jeden Fall ein etwas kürzerer Arbeitstag, weil wir werden, wenn wir in Farmington angekommen sind, bei HMS abladen und dann meistens da wohl noch ein bisschen warten, weil die haben mir schon gesagt, dass ich von da aus zwar die nächste Ladung bekomme. Allerdings ist das wohl noch alles nicht so ganz fertig. Wir brauchten da wohl ein bisschen länger für die Reparatur. Ist halt blöd, wenn man dann Standzeit hat, weil ich verdiene halt nur Geld, wenn ich auch am Fahren bin, aber ist halt mal so. Da gibt es auch Schlimmeres und so schlecht geht es uns aktuell auch nicht. Wir haben einiges auf dem Konto. Wenn uns jetzt noch die Waage liefert, dann bin ich wirklich
sehr begeistert. Aber ich denke mal, wir müssen raus. Nein, wir dürfen vorbei. Und da wir kein Oversize sind, brauchen wir auch nicht rausfahren. Man muss ja auch mal Glück haben. Priorität Nummer 1 ist auf jeden Fall heute nicht verfahren. Aber Michael hat mir ja zum Glück da auch zugestimmt und hat gesagt, dass er an dieser Stelle auch schon falsch gefahren ist. Das ist aber auch echt eine fiese Stelle da. Turn left. Ich turne left, sofern die Ampel mich lässt. Das war so klar. Ich komme komplett zum Stillstand und die Ampel springt um. Und die nächste Ampel. Da hinten kommt auch noch eine, das ist ja fast wie ein Roswell hier. Naja, es könnte schlimmer sein. Ich habe mir das Ganze auf Google Maps auch schon mal angeguckt. Das ist eine kleine Werkstatt von HMS. Heißt also, viel Platz werden wir da nicht haben. Aber je nachdem, wie der Verkehr da ist, vielleicht kann ich dann auch schon gleich rückwärts drauf fahren, weil das macht das Ganze dann einfacher mit das Gooseneck abmachen, vorziehen, damit die dann halt den Radler da runterkriegen. Bitumen hat ihm da wohl die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, ohne modernen LKW wird das nichts mit für uns fahren. Finde ich bei manchen Unternehmen auch mittlerweile echt anstrengend, dass die dann da die großen Forderungen noch stellen.
klar, früher oder später wirst du darauf hinauslaufen, dass du die alten Dinger nicht mehr fahren kannst. Darum bin ich ganz froh, dass ich den Mac und den Cascadia hier in der Flotte habe. Und aktuell können wir uns auch nicht beschweren. Vielleicht in ferner Zukunft, dass ich dann sage, okay, vielleicht nochmal einen dritten LKW holen. Aber das ist erstmal noch ganz, ganz weit Zukunftsmusik. Dafür fehlt mir aktuell auch wirklich das Geld. Die Kreditrate aktuell ist schon ziemlich heavy. Darum, ja, muss ich erstmal zusehen, dass wir da noch weiter gut Geld verdienen. Wenn ich natürlich so eine Aktion wie beim letzten Mal bringe, dass ich da Umwege des Todes fahre, wird das natürlich nichts werden. Da schön stehen, weil da habe ich jetzt absolut keine Lust drauf, dass ich dir auch noch einiges erklären muss. Wobei ich nichts zu verbergen habe. Papiere sind alle in Ordnung. Aber je nachdem, an was für einen Kopf du da gerätst, kann es natürlich sein, dass der dann einen schlechten Tag hat und wenn er was finden will, findet er auch was. Und sei es ein Krümel auf dem Armaturenbrett, der falsch liegt. Aber bisher habe ich mit Cops noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, muss ich wirklich sagen. Farmington, da ist auch schon das erste Schild. Sehr schön. Dann haben wir es also nicht mehr weit. Zungen würden behaupten, das ist ein Peterbilt-Händler. Ich muss ja wirklich zugeben, so ein bisschen vermisse ich ja diese Spitzen von Tom Diesel. Wo der sich wo gerade rumtreibt. Uhr 23, da kann sein, dass es von dem Kollegen Einkünfte waren. Werde ich mir auf jeden Fall später nochmal angucken. Beziehungsweise mich bei ihm melden und fragen, wo er jetzt gerade ist.
Mit dem habe ich auf jeden Fall einen richtig guten Fang gemacht. Er ist am Fahren wie ein im positiven Sinne Geisteskranker. Und die nächste Ortschaft. Und das ist sogar Farmington. Stay right, then turn right. Turn right. Okay, hier haben wir kein Schild, dass wir hier nicht abbiegen dürften. Dürfen wir gleich rüber? Natürlich nicht. Ich finde den Cascadia so als Daycap. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber noch komischer sieht ein Mac als Daycap aus. Aber dafür sind die Cascadia Daycaps ganz schön verbreitet, wie man sieht. Ich hätte ihn noch vorgelassen, aber okay. Engine Brake nicht erlaubt. Was für Spaßbremsen. Na gut, die jetzt hier vom Cascadia ist eh nicht, sag ich mal, eine Motorbremse, die man jetzt übermäßig gebrauchen möchte, weil sie halt einen coolen Klang hat. Da sind die so bei den alten Peterbilts oder Kenworths definitiv interessanter. Stay left and then turn left. Gleich wird's interessant. Ich hoffe mal, auf der Gegenspur bleibt das so leer. Dann machen wir mal die Partybeleuchtung an. Und dazu den Warnblinker. Und du fährst noch vorbei, oder? Ja, geht's noch? Meine Fresse. Ich
glaubt ihr, ich stehe aus lauter Spaß an der Freude hier mitten auf der Straße oder was? Zumindest schon mal einige stehen. Und da hinten, das ist ja mal. Das wäre ja die Königsklasse da hinten. Ich stelle mich dann erstmal jetzt hier hin und dann werde ich mal abklären, wo hier was gemacht werden soll. Gucken, ich denke mal, das wird. Ich werde hier drin immer fragen. Aber guckt euch das Geschoss mal an. Alter Verwalter. Damit hast du aber auch gut zu tun. Gut, ich werde den hier mal fragen und. Ihr kennt das Spielchen, da müsst ihr ja nicht mehr mit bei sein. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es hier aus Farmington losgeht. Und ob ich den guten Thomas getroffen habe, ich denke mal, das werdet ihr bei ihm dann auf dem Kanal sehen. Weil ich denke mal, er wird es ja, wenn, erwähnen, dass wir uns getroffen haben. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.